Liebe Schwestern und Brüder, nun haben wir fast alle Abschnitte aus den Evangelien über den Propheten und Vorläufer des Herrn gelesen, über die Gestalt Johannes des Täufers. Wir haben gehört, wie Jesus Wert darauf legt, dass man diesen Weg der Gerechtigkeit, den Johannes predigt, einhält. Dass man die Vollmacht Jesu erst erkennen kann, wenn man zuvor auf den Täufer gehört hat. Heute, in dem kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, wird das sozusagen von der anderen Seite her ausgeleuchtet. Wenn Jesus sagt, denen, die sich auf Johannes den Täufer eingelassen haben, die also diese Voraussetzungen erfüllt haben, er war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Der Prophet, der hinweist auf den Herrn, der selber das Licht der Welt ist, als Attraktion, als das Außergewöhnliche, das man ganz interessant findet, an dem man sich eben eine Zeit lang erfreut. Wir leben mitten in einer Gesellschaft, die genau das tut. Wenn die Kirche exotisch genug ist, ob das jetzt negativ ein Skandal ist oder irgendwie die letzte bekloppte Idee, daran erfreut man sich eine Zeit lang. Aber die Frage ist, und das ist die Frage, die Jesus heute stellt, es ist eine zutiefst adventliche Frage, ob wir hinfinden zu dem wahren Licht, ob wir den eigentlichen Sinn des prophetischen Wortes, der prophetischen Gestalt, die Johannes der Täufer ist, die Kirche ist, ob wir das sehen oder oberflächlich bleiben oder uns selber als Kirche oberflächlich machen, weil wir uns selber die Botschaft, die Person, um die es allein geht, Jesus Christus, vielleicht finden wir sie selber uninteressant. Vielleicht sind wir schon zutiefster Überzeugung, ohne es auszusprechen, wem sagt denn das noch was? Wer will denn heute, wer braucht denn heute noch Erlösung? Die finden wir doch heute ganz woanders. Wir haben doch unsere Meditationszentren. Da gibt es Selbsterlösung, da brauche ich keine Kirche, da brauche ich kein Gebet, da brauche ich keinen Gott für, das kann ich selber. Wir wissen, dass das nicht funktioniert, aber es hat eine hohe Attraktion. Bleiben wir an der Oberfläche, auch an der Oberfläche des Advent? Oder nehmen wir das prophetische Wort, die prophetische Gestalt, das Wort der Kirche, das Wort der Heiligen Schrift, die Gestalt der Kirche? Nehmen wir sie als Hinführung zum Eigentlichen? Denn es gehört zum Teil unseres Glaubens, dass wir sagen, nur hier, nur in dieser Geborgenheit des Wortes und der Gestalt, der Prophetie der Kirche, auch in unserer Zeit, durch alle Jahrhunderte hindurch, bis zum Ende der Zeiten, lässt er sich finden, will er sich finden lassen. Und zuweilen ist das die gleiche Armut wie in Bethlehem. Es ist auch die Armut und Erbärmlichkeit seiner Kirche. Aber er ist darin. Die Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Das ist das Ziel des Advent, dass wir ihn finden. Nicht hängen zu bleiben bei dieser oder jener Attraktion, uns nicht eine Zeit lang an den Lichtern zu erfreuen und es damit bewenden zu lassen, sondern die große Umkehr unseres Lebens jeden Tag neu zu wagen, auf Christus zu, näher zu ihm hin.